um den Schwerpunkt für diesen Körper zu berechnen, legen wir uns diesen Körper auf die Seite. Von den einzelnen Flächen kennen wir die Schwerpunkte, die sind bei den Rechtecken in der Mitte und können somit auch angeben, wo die Gewichtskraft der einzelnen Körper durchgeht. Das wäre dann die Gewichtskraft F1 und das die Gewichtskraft F2. Und danach, wenn wir diese Überlegung durchgeführt haben, können wir auch in einem Koordinatensystem uns diese Kräfte einzeichnen. So dass wir dann überlegen, dass die resultierende dazwischen liegen muss. Dann haben wir folgende Koordinaten. Und zwar ist das hier an dieser Stelle unsere x1, das ist x2 und an dieser Stelle haben wir x. So, nun können wir uns überlegen, wie denn die Summe der Momente um den Ursprung aussieht. Rechtsumdrehend sollen sie positiv sein und das soll gleich 0 sein. Als erstes überlegen wir uns, wie sieht denn F1 aus? F1 ist gleich der Fläche A1, das ist die Fläche A1, das ist die Fläche A2, der Fläche A1 mal der Dicke mal der Dichte und mal der Gravitation. F2 ist gleich A2 mal der Dicke mal der Gravitation mal der Dichte mal der Gravitation. So, wie groß ist x1? x1 ist h1 halbe. x2 ist gleich h1 plus h2 halbe. R ist gleich f1 plus f2. Mit diesem Wissen können wir jetzt die Summe der Momente bilden. Und zwar haben wir dann 0 ist gleich. Fangen wir links an. Wir haben F1 rechts rumdrehend, also positiv, und den Hebelarm x1. Dann, um die positiven beisammen zu haben, haben wir F2 plus mal dem Hebelarm und dann links rumdrehend, also negativ R mal x. Wir bringen nun R mal x auf die andere Seite, sodass wir erhalten R mal x gleich F1 mal x1 plus F2 mal x2. Nun geteilt durch R, also erhalten wir x. Der Abstand R vom Koordinatenursprung ist gleich F1 mal x1 plus F2 mal x2 geteilt durch R. Jetzt setzen wir ein, R ist gleich F1 plus F2. Also erhalten wir F1 mal x1 plus F2 mal x2 geteilt durch F1 plus F2. Jetzt setzen wir für F1 und F2 jeweils die Fläche mal der Dicke mal der Dichte mal der Gravitation ein und erhalten somit x ist gleich A1 mal D mal Dichte mal Gravitation mal x1 plus A2 mal der Dicke mal der Dichte mal der Gravitation mal x2 geteilt durch
A1 mal der Dicke mal der Dichte mal der Gravitation plus A2 mal der Dicke mal der Dichte mal der Gravitation. So, durch Ausklammern von Dicke, Dichte und Gravitation erhalten wir Folgendes. Dicke mal Dichte mal Gravitation mal Klammer auf A1 mal X1 plus A2 mal X2. Und unten erhalten wir Dicke mal Dichte mal Gravitation mal Klammer auf A1 plus A2. Nun kann man das rauskürzen und wir erhalten X ist gleich A1 mal X1 plus A2 mal X2 geteilt durch A1 plus A2. Wo wir dann auch zu der Formel kommen, x ist gleich der Summe der Flächen mal ihrem Abstand des Schwerpunkts geteilt durch die Summe der Flächen, die wir dann für weitere Berechnungen verwenden können.